Also der Trainer hat gesagt, ich soll auf rechts außen spielen. Das ist natürlich eine ungewohnte Position für mich, aber wenn der Trainer mich da hinschickt, dann spiele ich da auch. Mir macht das gar nichts aus. Also wenn ich irgendwie irgendwo spiele, dann gebe ich auch immer 100%, egal ob auf links außen oder auf rechts außen. Und dann ist mir auch noch das erste Bundesliga-Tor geglückt. Super Tag, wir haben gewonnen, ich habe ein Tor gemacht, ich habe mein Bundesliga-Debüt gegeben. Schöner Tag für mich, so kann es weitergehen. Das war ein gutes Spiel von unserer Seite. Besonders war ich sehr zufrieden mit unserer Abwehrleistung. Und hinter dieser Abwehr stand Niklas Landin im Tor. Junger Torhüter, hat überragend gehalten, 67% Quote. Aber ein Riesenlob an meine ganze Mannschaft für diese Abwehrleistung. Den Angriff haben wir uns während des Spiels gesteigert. Wir waren besser und besser. Haben wir das deutlich gewonnen. Ja, jetzt kommt die Saisonphase, wo wir uns belohnen müssen. Und wir konnten heute ein bisschen durchwechseln, mussten vielleicht auch nicht auf 110% spielen, was der Gegner auch zugelassen hat. Und von daher haben wir sicherlich ein bisschen Kraft getankt. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut wie lange nicht. Also ist wirklich jetzt in der Endphase mal besser geworden, weil wir einfach gemerkt haben, dass es im Training viel mehr Spaß macht, wenn man gute Laune hat. Und heute im Spiel auch. Wir haben die Zuschauer mitgenommen. Ich glaube, so können wir jetzt in die Highlights gehen und dann ist es einfach gelohnt. Ja, das sind die Stimmung in der Mannschaft ist sehr, sehr gut. Und das hilft müde Knochen. Die sind bereit, alles zu geben bis zum letzten Sekunde. Und das war unsere Warenmarke oder wie heißt das also bis jetzt. Und ich hoffe, das bleibt so. Ich denke, Kiel wird natürlich alles dran setzen, um jetzt zu Hause Meister zu werden. Keine Frage, die wollen lieber zu Hause feiern wie auswärts. In Kiel zu gewinnen, da muss wirklich alles passen, davon kann man einfach nicht ausgehen. Wir wollen aber da auch ein gutes Spiel machen und Kiel ärgern und uns wirklich schon im Hinblick auf Frisch auf Göpping gut vorbereiten einfach. Und wäre natürlich schlecht, wenn wir da eine hohe Niederlage kassieren, deswegen werden wir da alles reinlegen. Und dann am Wochenende in Nantes, dann geht es wieder von Neuem los und dann werden wir alles geben. Und jetzt am Dienstag haben wir eine Hammeraufgabe in Kiel. Und das ist keine leichte Aufgabe, kurz vor dem Final Four in Nantes. Und da müssen wir, das müssen wir einfach lösen, auf gute Art und Weise. Ja, also erstmal ein Halbfinale zu spielen, da würde ich dann wirklich sagen, Step by Step, weil man weiß auch nicht, gegen welche Gegner kommt man im Finale. Wir haben viel geredet die letzten Jahre, jetzt reden wir nicht und holen einfach das Ding. Ja, da muss ich das ein bisschen zugeben. Ja. Ich schaue natürlich, vorbereite mich auf Göppingen schon seit ein paar Tagen. Also einfach, das läuft parallel. Das muss man einfach machen. Und so ist das, weil das ist natürlich für uns eine riesen Chance, aber eine sehr, sehr schwere Aufgabe, die da auf uns wartet. Und, aber wir reden später über Nantes, weil jetzt ist das nächste Spiel am Dienstag. Das ist das Wichtigste für uns jetzt.